Der Mama Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas. Hallo ihr lieben Mamas da draußen, wir sind's, Mella und Alina. Aber wundert euch nicht, in der Folge jetzt gleich hört ihr uns nicht, sondern unsere Vorgängerin Sabrina und Verena. Genau, die beiden sind, wie wir auch, Freundinnen und haben den Mama-Talk echt lange Zeit mit ganz viel Witz und Leidenschaft gemacht. Und Sabrina und Verena hatten damals Kinder so grob im frühen Grundschulalter, auch mit Themen wie Einschulung oder Taschengeld. Das ist bei uns ja echt noch was hin, aber weil das, was die beiden da gemacht haben, immer noch interessant und relevant ist, gibt's ab sofort die älteren Folgen neu aufgelegt als Re-Releases. Genau. Die kommen jetzt also immer zwischen unseren Folgen. Und dabei wünschen wir ganz viel Spaß. Let's go! Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Hier ist Verena und Sabrina. So, und heute unser Thema Kindergeburtstag. Und es hat auch einen guten Grund, denn du hast ja vor 2 Tagen gerade mal wieder groß gefeiert. Ganz genau, es war der 6. Geburtstag von Henry. Und ich muss vorweg sagen, ich liebe es, sowas zu planen. Ich fange wirklich schon 2 Monate vorher an. Das klingt jetzt so mega hysterisch, ist es letztendlich gar nicht. Ne? Ich mache mir nur Gedanken, beziehungsweise Henry hat eine ganz genaue Vorstellung, welches Thema er möchte. Und dann überlegen wir halt so zusammen ein bisschen. Okay. Und haben auch wirklich schon irgendwie 6 Wochen vorher aus Klorollen irgendwie, also Weltraumparty war es, ne, haben wir aus Klorollen Raketen gebastelt für die Deckendeko und das ist irgendwie über 8 Wochen geht das im Prinzip, dass uns dieses Thema so ein bisschen beschäftigt. Das Kind hat die Vorfreude und wir basteln so ein bisschen vor uns hin und ich finde das toll, ich finde das super. In deiner Erzählung klingt das immer total toll. Ich weiß aber, wie das bei mir aussehen würde. Ich würde versuchen, die ersten Raketen zu basteln. Die zweite würde ich direkt in die Ecke werfen mit den Worten, das geht alles nicht, das ist total schwierig. Beide Kinder hätten schon bei der ersten keinen Bock mehr. In dem Moment, wo das mit dem Kleber irgendwie nicht funktioniert, wären die weg. Dann würde ich da sitzen und wüsste, okay, jetzt hast du hier noch 40 Klorollen stehen, die du alle noch basteln musst. Ich kann da überhaupt keine Freude empfinden. Das ist aber so, ich bin ja jetzt auch nicht der geborene Bastelmensch, ja. Ich kann das auch alles nicht so wirklich gut mit der Feinmotorik und dem Ganzen, aber Google ist mein bester Freund. Ich gebe dann ein Klorolle, Rakete, basteln. Ja. So. Und ja, dann wenn es gar nicht läuft, gibt es ja zu allem ein YouTube-Tutorial. Zu allem. Theoretisch kann man ja auch alles kaufen, aber da bin ich ja schon raus, ne? Wenn du mal überlegst, du schmeißt eine Motto-Party und guckst nur mal, ich sag mal, Teller, Becher, Einladungskarten, vielleicht noch die Servietten, eine kleine Girlande, da bist du mal locker flockig mit 40 Euro dabei. Ja, geht gar nicht. Und dann haben wir noch nichts irgendwie on top, ne? Also. Ja, und das ist nämlich auch einer der Punkte, den ich sagen muss. Also ich mag es, diesen Geburtstag liebevoll zu planen, das hat aber nichts mit teuer zu tun. Also die Meteoriten an der Decke, das waren eigentlich einfach zerknüttelte, hier, Alufolie-Bällchen, ja, ne? Und es geht halt so einfach. Oder wir haben so ein Astronautentraining dann gemacht mit den Kindern, wo die voll drauf abgefahren sind. Ja, erster Teil war irgendwie auf einem Drehsessel, ne, wurden die Kinder 3-mal nach links, 3-mal nach rechts gedreht, sollten dann geradeaus auf einem Strich laufen und alle haben wirklich total Spaß dabei. Das ist auch so lustig. Ja, und das kostet ja nun gar nichts. Ja. Also wir hatten auch schon Motto-Partys und mir fällt es immer relativ schwer, das Motto so durchzuziehen. Also ich war schon auf Geburtstagen, da ist dann wirklich von vorne bis hinten alles durchgetaktet. Also es fängt an mit der Einladung. Das war eine Prinzessinnenparty. Mhm. Auf der Einladung, also irgendwie, die war schon handgebastelt. Ja, da waren also mit Scrapbook-Artikeln. Oh Gott, ja. Ich kenne das nur als Wort. Ich weiß nicht genau, was man damit alles machen kann, aber ihr wisst schon hier diese 3D-Aufkleber, die man da so raufbamst. Und dann wurde da schon geschrieben und das Kind musste irgendwie selber seinen Namen drunter krakeln, wie sich das so gehört. Und die Mutter hatte sich richtig Mühe gegeben. So, dann kommen wir bei dem Kindergeburtstag an. Und jetzt haben alle Mädchen ein Prinzessinnenkostüm bekommen. Und alle Jungs haben ein Ritterkostüm bekommen. Wow. Damit waren sie dann also entsprechend verkleidet. Ich meine, sie hätte ja auch einfach in die Einladung schreiben können. Wäre schön, wenn ihr als Prinz oder Prinzessin kommt. Ja, wer Bock hat, kommt verkleidet, genau. Und jeder von uns hat so Zeug zu Hause, das ist ja schnell gemacht. Also, und ne, wenn du nur mal guckst, dass du ein weißes Hemd und eine Hose anziehst und sagst so, das ist jetzt hier der Edelmann, der heute zur Party kommt. Nee, aber jeder hat ein eigenes Kostüm gekriegt und dann wirklich, die hatte die teure Girlande, die hatte eben dieses komplette Set, was dazu gehörte. Auf den, also die Muffinförmchen passten dazu. Mhm. Alles war so gemacht, dann durften die basteln. Da wurden Holzschwerter beklebt. Holzschwerter. Die kosten ja auch schon einiges. Eben. Roh quasi. Ja. Die Mädels konnten sich so Diademe machen, die sie dann auch mit nach Hause nehmen konnten. Dazu gab es aber noch eine Mitgebseltüte. Und also ich habe nicht nur, was ich gedacht habe, was für ein Wahnsinnsaufwand, auch was für Wahnsinnskosten. Ja, da
bin ich auch raus. Ich habe manchmal das Gefühl, da übertrumpfen sich Mütter manchmal selber. Und da bin ich halt, in dem Moment, da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Also da habe ich schon Lust, gar keinen Geburtstag zu feiern, weil ich das so ätzend finde. Man definiert sich doch nicht darüber, wer die beste Party gehabt hat. Und komischerweise genau das, was du sagst, die beste Party ist nicht die teuerste. Nee, ist es tatsächlich nicht. Also ich glaube schon, dass, also ich persönlich finde es auch toll, wenn die Kinder von dem Kindergeburtstag meines Kindes nach Hause gehen und was mit nach Hause nehmen können und da vielleicht auch noch länger was von haben als ein Mauarmierzelt. Ja. Ne? Wir haben zum Beispiel vorgestern eine Galaxie im Glas gebastelt. Wie geht das? Da nimmst du einfach so eine, ich habe so halb Liter Glasflaschen besorgt, irgendwie im Großpack, kostet nicht viel, kostet unter 1 Euro pro Stück. Mhm. Dann machst du da ganz viel Watte rein und verschiedenfarbige, also mit Acrylfarbe machst du wasserbunt. Aha. Und in verschiedenen Schichten und durch die Watte bleibt halt die Farbe in den Schichten bestehen und vermischt sich nicht direkt. Bisschen Glitzer noch mit rein und schon hast du eine Galaxie. Also das sieht mega gut aus. Weißt du, was praktisch einfach ist? Einfach gemacht. Nächstes Jahr im August wird ja dein Patenkind, mein jüngerer Sohn, 6. Wollen wir den nicht jetzt schon überreden, dass Weltraumparty. Die Weltraumparty machen will? Die Ideen sind da, die erste Deko ist da. Nein, aber ich gebe ja zu, also ein bisschen gucke ich ja auch neidisch auf deine Partys. Also machen wir uns mal nichts vor. Das einzige Mal, dass ich wirklich eine fette Party geschmissen habe, das war damals für Jonas, als der ein Jahr alt geworden ist. Ja, da warst du ja auch dabei. Großartig. Im Garten haben wir gefeiert bei ziemlich miesem Wetter, obwohl es Juli war. Egal. Dann haben wir den Jungen ja noch für uns getauft mit einer Uso-Flasche, wo du ja glaubtest, das wäre echter Uso gewesen. Wir haben Wetten abgeschlossen. War da jetzt Wasser oder Nein, Uso drin? Nein, es war natürlich Wasser, aber da hatten wir wirklich viel Spaß. Also, aber es war eben eigentlich eine Erwachsenenparty und der Anlass war der Kindergeburtstag. Klar, haben wir auch, also er hat Geschenke bekommen und es gab Kuchen und so weiter, aber das war jetzt nicht so ein typischer Kindergeburtstag. Nee, beim Einjährigen macht das ja auch wenig Sinn. Bei Felix war es dann so, als der ein Jahr alt wurde, habe ich einfach nur die Kinder aus der Krabbelgruppe eingeladen und ich habe das Bild noch wirklich vor Augen, wie wir Mütter alle mit unserem Latte Macchiato auf dem Boden sitzen, unsere Krabbelkinder alle so dazwischen. Es war so entspannt, ich habe das richtig genossen. Die Geburtstage 2, 3, 4, 5 sind dann eigentlich immer immer gleich abgelaufen. Aber ihr hattet auch immer eine Schatzsuche zum Beispiel. Ja, ne, immer, das habe ich bei immer. Euch ja auch abgeguckt. Das habt ihr ja toll gemacht. Ihr seid ja quasi einmal um den Block gelaufen und dann im Keller lag der Schatz. Das fand ich super. Mache ich mir ja nicht so übermäßig viel Arbeit. Also da gibt es ja auch Leute, die machen wirklich kartografische Karten, ja, wo dann jedes Haus eingezeichnet ist. Oder an jeder Station steht nochmal, keine Ahnung, irgendein besonderes Spiel nach Äpfeln tauchen oder mit Ringen was werfen. Das fand ich alles schon zu viel. Also ich habe meinen Mann vorgeschickt 5 Minuten vorher, der hat die Kreidestriche gemacht. Mhm. Und während der schon wieder am Ziel war, wie du gesagt hast, bei uns zu Hause, nämlich dann im Garten, bin ich mit den Kindern rumgegangen. Ja. Und im Garten hat dann das Geburtstagskind die Schatztruhe gefunden. Und da ist dann eben auch mein Kompromiss mit diesen Mitgebseltütchen. Das, was sie dann in der Schatzruhe finden, wie bei uns. Das können sie mitnehmen. Ich bin nämlich kein Freund von diesen Mitgebseltüten. Ich finde, wenn man eingeladen ist, dann kriegt man kein Geschenk, sondern man bringt eins mit. So kenne ich das noch von meinen Geburtstagen. Und wenn ich überlege... Das hat sich in den letzten Jahren, glaube ich, erst so verfestigt mit diesen Mitgebseltüten. Weißt du noch, die Geburtstagsparty von Eva damals, als Linus, ich glaube, 3 oder 4 geworden ist. Da, wo Jonas sich so vollgestopft hatte mit Kuchen, ne? Das könnte jede Party gewesen sein. Nee, aber da hat jedes Kind am Ende ein kleines Schleichtier bekommen. Sie sagte dann zwar, sie hätte die im Angebot gekauft, die wären jetzt nicht so teuer gewesen, aber dann gab es noch, glaube ich, ein Pixi-Buch dabei und noch ein Flummi und noch ein bisschen was Süßes, wo ich dachte, wow, also alleine die Tüte pro Kind, da sind wir schon irgendwie mit 5 Euro dabei, dafür, dass die Kinder das am Ende im Kinderzimmer irgendwo hinklopsen und eigentlich nur im Kinderzimmer rumliegt, also diese ganzen Mitgebsel-Gedönsels, das nervt, das ist ähnlich wie mit den Überraschungseiern, das fliegt halt nur rum. Das muss man nicht übertreiben, also ich finde eine Schatzsuche immer toll, ich habe dieses Jahr gedacht, Gott, das Kind will schon wieder eine Schatzsuche, das wird doch langweilig und dann haben wir uns tatsächlich überlegt, wir machen es jetzt immer nicht so mit Pfeilen und irgendwo ist dann was zum Aufmachen, Ausgraben, wie auch immer, sondern wir gehen in den Wald, ich habe vorher so Kärtchen vorbereitet, suche etwas Weiches, suche etwas Rundes, suche einen Stock und so quasi die Erdschätze zu suchen. Ja, ich dachte, was eine geile Idee, bis das erste Kind sagt, wie? Es gibt gar keinen echten Schatz zu finden. Und ich so, okay, das habe ich nicht bedacht. Also die meisten Kinder hatten Spaß dabei und waren auch eifrig am Suchen. Aber komisch, man erinnert sich immer an das eine, das einem einen Vorwurf gemacht hat. So, gibt es heute nicht nochmal Sackhüpfen? Nein, tut mir leid. Denkst, oder muss ich jetzt doch nochmal sackhüpfen? Ja. Nein, muss man natürlich nicht. Aber das Kind, also dieses Kind, was gemeckert hat, war dann auch versöhnt, als die nämlich wieder nach Hause kamen, hatte ich in der Zeit im Keller, im Spielkeller eine Piñata aufgehangen. Ha! Piñata kennen alle bestimmt. Ne? Normalerweise schlägt man drauf. Ich habe mich gegen diese Draufschlagversion entschieden. Das war so klar bei dir? Nein, weil wir haben so wilde Jungs dabei, das ist so schon nein, außer... Nein. Das ist niedlich, dass du es versuchst, aber du weißt, meine beiden Jungs können deinem zweimal das Wasser reichen. Ich weiß, und wir haben mit 6 Jungs
zweimal, nämlich einmal bei Felix' Geburtstag und einmal bei Jonas' Geburtstag, weil sie es sich so gewünscht haben, eine Piñata gekauft. Allerdings war ich auch der totale Anfänger. Die Mexikaner, die wissen natürlich besser, wie es funktioniert. Ich habe also vorher gesagt, jedes Kind kriegt 10 Sekunden Zeit, so lange, also so doll drauf zu kloppen, ja, wie es will. Bei Kind 2 war dann Feierabend. Der hatte einfach so viel Kraft. Bei, wow, Felix habe ich es dann anders gemacht, da durfte dann jeder zweimal schlagen, was aber auch zur Folge hat, dass nicht das Geburtstagskind selber den Erfolg erlebt hat. Süß übrigens auch 5-Jährige, die sich lieber die hängende Piñata angucken, während die 7-Jährigen auf dem Boden alles zusammenklauben, was sie irgendwie kriegen. Und das war der Moment, den ich so gefeiert habe. Da hat mein Mann die Kamera draufgehalten, also das Handy draufgehalten. Wir hatten halt eine mit so Fäden dran, ne, wo man quasi so nach Zufallsprinzip, ne, irgendein Faden ist es, ist dann der, der die Piñata öffnet, und dann kommen da wirklich die Süßigkeiten rausgeregnet. Ist natürlich auch ein irres Erlebnis es für die Kinder. Cool. Und das war der Hammer, wie die Kinder unter diesem Süßigkeitenregen sitzen, die Hände in die Luft strecken und das abfeiern. Ich habe gedacht, okay, diese Piñata hat sich doch wieder gelohnt. Ja, aber da ist die Anschaffung auch immer so eine Geschichte. Also ich habe jetzt dieses Jahr ganz günstig welche geschossen, aber selber machen, da sehe ich mich eher nicht so. Nee, du hast die auch nicht selber gemacht. Nein, also da habe ich mich nicht rangetraut. Ich habe die irgendwie für 15 Euro geschossen, so eine große Piñata, und dachte mir, komm. Ja gut, aber befüllen muss man sie ja immer noch. Also ich habe festgestellt, die Geburtstage 2, 3, 4, 5, die wir alle irgendwie im Garten gefeiert haben, mit Planschbecken, mit Schatzsuche und mit eigentlich nur die Kinder spielen lassen. Ich hatte immer so das ein oder andere Spiel vorbereitet. Bei Sommerkindern geht das. Oft ergibt sich das gar nicht. Die haben so viel Spaß miteinander, dass es eigentlich ein typischer Spielenachmittag ist, nur dass es eben mehr Kuchen und Süßigkeiten am Ende gibt. Und meine Schwägerin, die kann ja so schön schminken. Die habe ich herzlich gerne dazu eingeladen. Die hat die Kinder dann oft als Spider-Man oder als Minion fertig gemacht. Und dieses Jahr sollte das Wetter ja nicht so gut sein im Juli. Und dann haben wir uns das erste Mal spontan entschieden, auf eine Kegelbahn zu gehen. Also Super. Wir waren richtig bowlen. Ne? Kegel macht man ja heute nicht mehr, man geht ja bowlen. Und das war so ein Erfolg. Und wenn ich mal umrechne, am Ende des Tages habe ich pro Kind roundabout 10 Euro bezahlt. Ja. Da waren wir aber bowlen, hatten die Schuhe, es gab noch was zu essen und was zu trinken, wo ich gedacht habe, puh, also viele Kinder haben wir nicht eingeladen. Bei uns gibt es die Regel, so alt wie du wirst, so viele Kinder kannst du einladen. Gab es bei uns bisher auch, ja. Allerdings ist das Geschwisterkind immer ausgenommen. Also er muss seinen Bruder nicht einladen, den gibt's on top. Aber dementsprechend waren wir dieses Jahr, einer hatte noch abgesagt, insgesamt 6 Kinder. Und das war dann, fand ich, überschaubar und ziemlich nervenschonend, muss ich zugeben. So, und da sind wir bei mir im Thema drin. So schön, wie das vorgestern bei uns war, und die Kinder sind sicherlich alle nach Hause gegangen und haben gesagt, yes, das war eine super tolle Party, und haben auch im Kindergarten wohl, am nächsten Tag gab es nur ein Thema. Jedes Kind musste noch mal was erzählen. Und 15 Mütter denken jetzt so, oh Gott, wie soll ich das toppen? Nee, ich glaube, dass ich nicht so diesen Eindruck, ich hoffe zumindest nicht, dass ich diesen Eindruck erwecke. Du machst ihn selbst auf mich manchmal. Nee, komm, nein, ich kenne dich, du weißt ja, wie ich bin. Um zu wissen, dass du es mit einfachen Mitteln einfach groß wirken lässt, und dafür bewundere ich dich sehr. Das ist sehr lieb von dir. Wir hatten 10 Kinder. Ja, und zwar die Regel, so alt man wird, so viele Kinder kann man auch einladen, hatten wir immer, und ich habe da auch immer drauf geschworen. Problem ist halt, dass drumherum in Henrys Freundeskreis diese Regel nicht gilt. Ah. Ja, ich kann es teilweise sogar verstehen, da haben die Kinder dann schon 5, 6, 7, 8 Cousins und Cousinen vor Ort im gleichen Alter. Dann ist das halt alles schon so groß. Und dann war es jetzt im Laufe des letzten Jahres so gewesen, dass Henry auch bei sehr vielen Geburtstagen mit eingeladen war. Ja, und dann wird der Kreis einfach größer. Dann habe ich dieses Mal gesagt, komm, wen willst du denn einladen? Und dann kamen eben diese 10 Kinder insgesamt zustande. So schön, wie es war. Nächstes Jahr machen wir es anders. Du hast noch 363 Tage Zeit. Ich würde meinen Hintern darauf verwetten, dass der 7. Geburtstag wieder unter einem Motto steht. Nee, ich glaube, ich werde Henry einfach so dahin lenken. Pass auf, Indoor-Spielepark ist doch eine ganz tolle Geschichte. Wir haben so einen kleinen bei uns in der Nähe in Brökel. Der ist nicht so wahnsinnig teuer, der ist nicht so wahnsinnig überlaufen. Und da zahlst du, glaube ich, Pi mal Daumen, irgendwie 10 Euro pro Kind. Da ist aber dann auch das Abendessen, der Kuchen und schon alles drin. Und im besten Fall nimmst du dir eine gute Freundin mit. Das ist ganz entspannt mit einem Käffchen oder in deinem Fall ohne Kaffee, aber mit einem, weiß ich nicht, Cola Light. Mit einem Wasser. Das mal richtig knallen lässt. Aber dazu meine Frage, also Indoor-Spielpark finde ich ja so auch nicht schlecht. Die Frage ist dann halt immer, ja, die haben einen netten Tag, aber mir fehlt dann so ein bisschen dieses Zelebrieren von Kuchen backen, gemeinsam Geschenke auspacken. Also Dinge, die die Jungs mittlerweile auch richtig von mir einfordern. Mir geht's dann nämlich wie dir. Ich denke immer so, das haben wir doch letztes Jahr schon gemacht. Aber die fordern das so ein. Ja. Es soll einen Schokokuchen geben. Ich möchte meine Geschenke dieses Jahr erwürfeln. Und also da kommen schon klare Wünsche. Das kannst du dann in so einem Spielpark aber nicht so gut machen. Ich glaube, bei uns kannst du dealen zum Beispiel, dass du deinen eigenen Kuchen mitbringst. Ich weiß, das geht nicht überall. Ja. Weil das würde ich mir nämlich auch nicht nehmen lassen, weil ich liebe es ja zu backen. Dieses Jahr habe ich eine Rakete gebacken. Und klar, Henry feiert es ab, aber ich auch, ja. Ich mag das einfach. Und
du hast schon recht, wenn man in so ein Indoor-Spielepark geht, ist es ein komplett anderer Charakter. Ja. Aber in meinem Fall denke ich so, ey, können wir mal machen. Wir haben jetzt dreimal die große Rutsche veranstaltet. Komm, dann kann man auch mal, ne? Könntest du dir vorstellen, jemanden dafür zu beauftragen? Also mittlerweile, ich habe das wirklich mal recherchiert, es gibt in großen Städten wirklich Frauen, die sich umorientiert haben nach der Elternzeit. Und da gibt es jetzt schon welche, die bieten professionell Geburtstagspartys an. Also du sagst, das Motto soll für einen Jungen sein. Die schlägt dir vor, Ritter, Raketen, schlag mich tot. Und du buchst dann das komplette Paket für so und so 4 Kinder und dann kommt die eben, bringt das ganze Gedöns mit, du setzt dich nur noch hin, legst die Füße hoch, könntest du dir das vorstellen? Ich sage deswegen geil, weil ich würde das nie buchen, aber ich will das machen. Also du meinst ein zweites Standbein für dich? Ja. Ich würde dich direkt buchen, also wenn wir da ein bisschen was am Preis machen können. Ich finde die Idee total klasse und andererseits denke ich dann, wo sind wir denn hingekommen, dass man sich mittlerweile überlegt, der Kindergeburtstag muss dermaßen bombastisch sein. Ich bin aber nicht bereit, die ganze Arbeit zu machen. Das kann denn jemand machen. Ich source das out. Eigentlich ist es genau der falsche Weg. Eigentlich sollte ein Kindergeburtstag immer noch so simpel sein, dass man den mit normalen Mitteln und auch mit Personal, was quasi zur Verfügung ist, wie der Ehemann oder die beste Freundin oder so, irgendwie zu handeln ist, finde ich. Also wir haben dieses Jahr, wollten Jonas und ich eigentlich eine Ritterparty machen. Es war sein Wunsch. Wir sind dann ja bowlen gegangen wegen des Wetters. Also habe ich dann ganz vorsichtig, der Kleine hat ja nur 2,5 Wochen später Geburtstag, gesagt, hast du nicht Lust auf eine Ritterparty? Ich hatte ja schon so viel Deko. Mhm. Und er sagte dann, oh ja, Ritter, das finde ich gut. Und dann hatten wir so Pappschwerter gekauft. Die haben wir mit Acryllack besprüht. Schön. Wir ist übrigens das Synonym für, ich habe meiner Schwägerin gesagt, was ich vorhabe. Sie weiß, was ich für eine hohle Nuss bin, was das Basteln angeht. Die kann es richtig gut. Gib einfach her, ich mache das. Und dann brachte sie also diese Acryllack besprühten Dinger wieder mit, dass die ein bisschen mehr Standfestigkeit haben. Und dann konnten die Kinder, ich hatte so Aufkleber besorgt, so Schmucksternchen, Steinchen, Aufkleber, die man drauf machen konnte und Federn mit ein bisschen Klebstoff. Super. Also nichts, was einen umbringt. Wir haben es im Garten gemacht und ist auch das Aufräumen schnell erledigt. Und ebenfalls auch gekauft aus Pappe, so Helme. Und die konnten sie sich dann eben auch noch bemalen. Und dann waren sie eben als Ritter ausgekleidet und haben das dann eben gemacht. Aber ich habe das Motto nicht durchgezogen. Also ich habe jetzt nicht irgendwie noch Karten gebastelt. Da habe ich einfach so einen Schwung Einladungskarten für einen Kindergeburtstag gekauft und habe die ausgegeben. Ich glaube, da waren Legosteine drauf. Ja, Motto nicht durchgezogen. Aber mir fällt das eben schwer. Aber ganz ehrlich, ich meine, es gibt ja nirgendwo einen Schiedsrichter, der sagt, Pfeif, gelbe Karte, Regel nicht Thema nicht eingehalten. Ich glaube, da muss man sich komplett locker machen. Wer das will, wer das komplett durchziehen will, der soll das machen bis zur Serviette oder so. Ja, ich mache das auch nicht so dramatisch. Also, liebe Mütter da draußen, die ihr zu euren Kindergeburtstagen ein Höhenfeuerwerk an Ideen und an wunderbaren Dingen abfeuert, ich sage euch ganz ehrlich aus dem Herzen gesprochen, ich bewundere euch. Ich bewundere euch absolut. Ob euer Talent, eure Zeit, die ihr da investiert, mit wie viel Liebe ihr das gestaltet, wirklich wie viel Fokus ihr auf diesen Tag legt, damit euer Kind einen ganz wundervollen Tag hat und einfach auch spürt, wie wichtig es ist. Aber an alle Mütter da draußen, die ähnlich gestrickt sind wie ich, die es einfach nicht besser können, die ihre Kinder aber auch abgöttisch lieben, auch Sackhüpfen, Eier laufen und eine kleine Kuchenschlacht werden dafür sorgen, dass eure Kinder abends mit einem seligen Lächeln sagen, das war so schön und nächstes Jahr machen wir es genau so wieder. Mit Schatzsuche. Also in diesem Sinne, macht schöne Kindergeburtstage, lasst 5 gerade sein und sorgt vor allem dafür, dass es für euch nicht in Stress ausartet, sonst wird es nämlich für alle ein ganz schön doofer Tag. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.